Hey, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es mal wieder einen kleinen Trading-Tipp geben. Wir werden ja bald mit einer neuen Trade-2-Serie starten. Und heute möchte ich einfach nochmal einen kleinen Trading-Tipp geben. Ich denke mal, die erste Folge der Trade-2-Serie kommt spätestens übermorgen on. Und ja, dieser Trading-Tipp ist für Leute mit etwas mehr Budget eigentlich besser geeignet. Das heißt, so ab 300k geht der wirklich gut. Mindestens eigentlich 100k. Also ab 300k geht ja gut, besser noch, wenn ihr eine halbe Million habt. Ungefähr nicht. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Und hier seht ihr es, ich habe das hier mit Bajuai gemacht. Den hatte ich mir insgesamt viermal für 90k circa geholt, ich glaube für 92. Und ja, ist dann insgesamt immer für 127k weggegangen. Ich habe davon auch ein paar Coins investiert, denn ich habe so eine Path to Glory SBC gemacht. Hab leider nur Dembélé gezogen, hab damit leider nicht das Pack wieder ganz reinbekommen, war ein bisschen schade. Aber ihr seht, wir stehen jetzt trotzdem noch immer bei 379.000 Coins. Was eigentlich auch immer recht gut ist. Ich werde mir noch ein bisschen drauf eingehen, in welche Spieler man meiner Meinung nach, welche Spieler vielleicht meiner Meinung nach eine gute Chance haben, halt, mit dem man einen guten Profit machen kann. Ich würde aber eigentlich in keine Spieler an sich investieren. Ja, wir sind auch direkt dann mal bei dem Sommer Wants-to-Watch-Karten. Hier seht ihr das Team. Einige Spieler von sind meiner Meinung nach einfach zu teuer, mit denen irgendwas zu machen. Aber es gibt auch ein paar, die wirklich sehr, sehr gut sind. Wie zum Beispiel Ederson. Der hat ja letzte Woche erst einen Inform bekommen. Ja, kostet, glaube ich, so um die 90k. Ich weiß nicht, da sind jetzt 80k geboten. Ich weiß nicht, auf wie viel der noch hochgegangen ist. Ich denke mal, so 90k wird der gerade kosten, ne? Bin mir aber noch nicht zu 100% sicher. Dann haben wir noch Kyle Walker. Da weiß ich nicht so genau, ist natürlich eine 84er Karte, spielt doch eigentlich eine gute Saison, ist krass, kostet aber, ich denke mal so 140k, eigentlich auch schon ziemlich teuer, also ich würde keinen Spieler an sich investieren und hoffe, dass er einen Inform bekommt, sondern mir die immer vorm Spieltag kaufen, aber darauf werde ich auch später nochmal eingehen, wie ihr das genau machen könnt. Ja, dann seht ihr hier zum Beispiel Ramos Rodriguez, Neymar, ein Mbappé, ein Salah, die sind einfach so zu teuer, genauso wie Lukaku oder Bonucci. Lacazette spielt gerade schlecht. Morata ist jetzt auch nicht so gerade richtig stark. Sergio Aurier kriegt ja wahrscheinlich in Form. Den gibt es gerade gar nicht auf dem Markt. Den hätte man auch investieren können, aber gerade ist es natürlich zu spät. Ansonsten auf der Auswechselbank Bernardeschi und Sigurdsson. Vielleicht noch ein Tolisso. Der hat ja auch letztens mal stark gespielt. Recht interessant, aber ich weiß jetzt nicht. Also Ederson ist meiner Meinung nach der, der hier die besten Chancen hat. Dann kommen wir zum Winterteam. Und da gab es einige sehr geile Karten. Erstmal Alexis Sanchez, Aubameyang und Coutinho und Mkhitaryan. Sind alles drei, alle vier sehr, sehr gute Karten, aber einfach zu teuer, mit denen irgendwas zu machen. Also mit denen würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Dann haben wir Diego Costa, weiß ich auch nicht, der hat einfach schlechte Werte. Mit dem würde ich es auch nicht machen. Dann haben wir Laporte, Van Dijk. Das sind Innenverteidiger, sind aber eigentlich recht stark. Also mit dem wäre es möglich, aber Innenverteidiger sind immer so eine Sache, ob die wirklich einen Inform bekommen. Weiß ich jetzt nicht. Dann, wir haben hier besonders eigentlich eine bzw. zwei Karten, die sich lohnen. Wir haben einmal Bajuai, extrem starker Spieler. Kriegt vielleicht heute Mittwoch auch in Form. Weiß ich jetzt nicht so genau, aber mit dem habe ich auch wirklich 30k pro Spieler gemacht. Hat ja, oder über 30k, eigentlich fast 40 pro Spieler gemacht. Hat sich extrem gut. Und Henrik Mkhitaryan ist auch etwas teurer. Lohnt sich aber vielleicht auch. Ja, müsst ihr einfach selbst abschätzen. Auf der Bank haben wir auch noch ein paar recht vielversprechende Spieler, wie zum Beispiel ein Rashica aus Werder Bremen oder Maite. Die spielen auch gerade sehr gut, auch wenn die natürlich nicht so krass geratet sind. Wie es jetzt so bei allen Spielen ist, weiß ich auch nicht genau. Dafür gucke ich auch nicht alle Ligen. Auch zum Beispiel Theo Walcott soll ja ganz gut sein beim Everton, hat ja auch schon Inform bekommen. Dann kommen wir zum Beispiel Rashica. Bevor Bremen am Montag gespielt hat, ich bin Bremen-Fan, nur so kurz zur Info, habe ich mir den für 14k geholt. Ihr seht jetzt, das habe ich hier heute aufgenommen, für 40k gibt es hier schon gar keinen. Er hat ja auch ein Tor gemacht, deswegen ist er hochgegangen. Also vor dem Spiel war er 14k wert, das hat ja auch keiner gedacht, dass er spielt. Dann mitten im Spiel ist der auf schon mal 27k gestiegen. Das heißt, der ist schon mal einfach so, obwohl er nichts gemacht hat, auf 13k höher gegangen. Das heißt, wenn der Spieler vor dem Spieltag einkaufen tut, dann gehen die normalerweise schon mal hoch, wenn die in der Startelf sind. Dann hat Rashica noch ein Tor gemacht. Hab den danach direkt verkauft. Hab den für 30k verkauft. Das heißt, ich habe das Doppelte. Ich hatte den zweimal. Ich habe das Doppelte mit dem rausgeholt. Und das ist einfach so einfach. Das kann wirklich jeder nachmachen. Ja, es ist wirklich sehr einfach. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum neuen Video. Morgen wird die Trade-2-Serie anfangen. Schreibt gerne nochmal rein, mit wem wir das machen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
seinem neuen Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Er macht die Methode, die klappt wirklich sehr, sehr gut.